ein Ende finden im zweiten Lauf ADAC GT4 Germany, wie auch schon gestern, nämlich hinter dem Safety Car, wobei 10 Minuten ist eine lange Zeit. Ich weiß nicht, ob man da das Safety Car so lange draußen lässt. Der Plan der Rennleitung wird sich aber dann natürlich zeigen. Zunächst einmal natürlich, da fliegen sie reihenweise raus, ja, und Patrizia Staliziani dann mit richtig Schmackes in die Reifen. Boah. Das war in der ersten Einstellung überhaupt nicht so zu sehen, aber daran siehst du, dass da wirklich im Bereich der Kurzanbindung massiver Regen schlagartig eingesetzt hat und Patrizia Staliziani dort mit dem Dörr McLaren wirklich auch richtig, richtig abgeflogen ist. Aber wie gesagt, wichtig ist auch hier Marschalkowski im Sorg. Rennsport, fliegen sie dort wirklich reihenweise, ja, und Patrizia Staliziani dort wie ein Torpedo schlägt sie in den Reifen Stapel ein. Auch die ganze, hat man jetzt an einer anderen